Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute beginnt ein Vlog und heute ist Donnerstag. Wir haben jetzt gerade fast 6 Uhr. Der Wecker hat gerade geklingelt und ich muss mich jetzt umziehen. Und ihr dürft einfach heute den Tag mitkommen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Also so sieht halt mein Outfit aus. Das ist einer meiner Lieblingsoutfits. Mit dieser Löcheljeans, diesem Hemd und ein weißes Top. Einfach was ganz Einfaches. So, ich habe euch jetzt schnell aufgestellt. Und jetzt mache ich schnell mein Bett. So, jetzt muss ich nur noch schnell, das Fenster aufmachen. Dann kann ich runtergehen, weil ich heute Sport habe, muss ich noch meinen Turnbeutel mitnehmen. Und jetzt geht's runter. Oh, jetzt ist es dunkel. Wartet. Besser. Unten angekommen, esse ich jetzt das Frühstück mit meiner Mama. Und meistens essen wir Toast oder Müsli oder einfach Joghurt mit Obst. So, ich habe mir jetzt einen Toast mit Käse gemacht. Und ich habe einen Tee. Das ist ein Johannisberg-Kirschtee und den mag ich sehr gerne. Jetzt werde ich noch essen und dann Zähne putzen. So, ich gehe jetzt hoch meine Zähne putzen. Ich muss so ein bisschen leiser sprechen, weil ich glaube, der Robin schläft noch. So. So, und jetzt gibt es eher so eine gesagte Katzenwäsche, weil ich abends immer richtig mein Gesicht wasche. Und jetzt mache ich meine Haare auf. Kämme die schon mal grob durch, damit Mama mir gleich eine Frisur machen kann. Das stelle ich mir ein bisschen tiefer. Ich drehe die immer hier so ein. So, jetzt sind sie grob durchgekämmt. Jetzt muss ich mein Handy noch von Wahlkabel abholen. Abholen, wie sich das anhört. Und jetzt gehe ich runter. Wir haben jetzt gerade, kurze Information, halb. Also ich habe noch knapp eine halbe Stunde, ein bisschen weniger Zeit, bevor ich zur Schule muss. Hier ist auch die süße Amy. Ja. Kleines. Bist du müde? Und ich habe jetzt diese Frisur, einfach so einen ganz normalen Zopf. Die Frisur ist sehr, sehr gut für den Sportunterricht. So, ich bin von der Schule zurück. Wir haben jetzt 3:10. Ich werde jetzt was Kleines essen. Kuchen und noch Reste essen von gestern.
Und da muss ich für eine Englischarbeit lernen, weil ich schreibe morgen eine. Und wir haben so schönes Wetter, aber egal. Und wie ihr ja wisst, haben wir bei der Equitana leider keine Schabracken gefunden. Aber wir haben Schabracken bestellt und die sind heute angekommen. Und die werde ich gleich mit euch zusammen auspacken. Also hier habe ich einmal einen Kuchen und hier habe ich noch Nudeln mit Ei. Ich hoffe, das geht jetzt mit dem Licht. Auf jeden Fall ist es das große Paket hier. Jetzt mache ich das mal auf. Ich hole mir eine Schere. Okay. So, zuerst haben wir hier Bandagen. Ich glaube, das ist die Farbe Kaltblau. Welche Farbe denn? Royalblau. Da ist die Farbe Royalblau. Die sind von HKM. Und ich weiß nicht, wie viel die gekostet haben. Dann haben wir. Ich packe gleich jetzt schon aus. Hier eine wunderschöne Schabracke für die Inka. Die sieht so aus. Die ist auch von HKM und ist auch royalblau. Und dann das Schlauch. Dann haben wir noch eine Schabracke für die Smartie. Die sieht sehr groß aus, ne? Dann haben wir hier noch eine Schabracke für die Smartie. Das ist Grau-Himbeer. Und das war's. Und warte, die ist von HKM. Ja, genau, die ist von HKM. Ich hoffe, die passt. Die sieht so groß aus. Das ist ja von Pony-Vielseitigkeit. Das andere sind ja Pony-Dressur. Die Dressur sind immer was größer geschnitten. Siehst du? Ja. Ja, und das war's von den Sachen. So, ich muss jetzt mit Englisch anfangen, deswegen muss ich hier mein Englischbuch noch rausholen, weil wir heute Englisch hatten. Warte, ich stelle mich mal hier kurz ab. Ein Buch. Da. Aber ich kann eigentlich Englisch schon ganz gut. Wir gehen das jetzt nur noch ein bisschen durch. Und den Rest habe ich dann heute Pause. Wir haben jetzt kurz nach 4. Und ja. Ich zeige euch mal, welche. Ach du heiliger Bimmer, ist das jetzt kaputt? Ich hoffe mal nicht. Mir ist das runtergefallen. Ach, zum Glück ist das kleine Kügelchen nicht kaputt gegangen. So, ein bisschen mehr. Einmal habe ich mir diese Postkarte geholt, also eine ganz normale Postkarte. Da steht, absteigen ist keine Option. Und dann noch eine und die, das heißt, das Leben ist ein Ponyhof. Die habe ich mir einfach mal mitgenommen, die fand ich sehr, sehr cool. Dann einmal von Anja habe ich eine Autogrammkarte bekommen. Von Damina, von Lia, hier hinten steht auch noch was von der Lia, ich finde, die hat das echt richtig schön gemacht, von der Mia mit der Genie,
Das ist auch richtig gut gelungen. Ich finde, alle Fotos sind richtig, richtig schön geworden, alle Autogrammkarten. Und von der Annika. Die hat hinten auch noch was. Von Anita. Von Saskia. Hier hinten hat sie auch noch was. Kleinen Text geschrieben. Von Alex. Also halt von Alexandra. Aber man nennt die, kann die auch Alex nennen. Das ist richtig schön, finde ich. Die macht doch richtig gute Bilder. Von Franzi. Von Jenny. Die haben nichts hinten, ne? Nee. Und von Eske Luisa habe ich 3 bekommen, weil sie hatte 3 verschiedene. Die hat halt hinten das hier draufstehen. Bei allen. Hier habe ich dann auch mit allen 3. Und von Filou allein. Das sind meine Autogrammkarten, die ich bekommen habe. Sehr, sehr cool, wie ich finde. So, mein Papa ist gerade auch von der Arbeit wieder gekommen. Wir haben jetzt 5:30. Jetzt blendet so ein bisschen die Sonne. Wartet. Hier haben wir schon schön Abendessen gedeckt. Und na, dreh um. Hallo. So, darauf freue ich mich jetzt. Ich bin jetzt nochmal die Vokabeln für die Arbeit durchgegangen. Und halt noch was wir lernen mussten. Und dann lerne ich jetzt gleich nur noch eine Sache. Also die lese ich mir einfach nochmal durch. Dann bin ich, glaube ich, schon sehr, sehr gut vorbereitet. Es ist schönes Wetter. So, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen ausruhen. Und dann gucke ich mal noch, was ich so mache, weil ich habe ja noch Zeit. Englisch lernen, bin ich schon fertig. Und ja, wahrscheinlich werde ich mit der Amy noch ein bisschen schmusen, kuscheln. Und einfach dann nur noch ein bisschen Fernsehen gucken oder noch rausgehen. Das muss ich mir noch überlegen. Ich habe jetzt hier gerade den Föhn hier. Auf jeden Fall, wenn ich merke, dass meine Haare sehr, sehr knuddelig werden, dann benutze ich das hier. Das sprühe ich mir jetzt einfach in die nassen Haare ein bisschen ein, weil die sind jetzt wirklich sehr knuddelig. Aber tut euch das nicht auf die Kopfhaut, weil sonst werden die Haare wieder fettig und das wäre ja blöd, wenn ihr gerade frisch gewaschen habt und dann wieder fettig werden. So, jetzt werde ich mir schnell die Haare föhnen. Okay, schnell geht das bei mir nicht, aber ja. So, ich verabschiede mich von heute. Ich habe meine Haare jetzt zu Ende geföhnt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal so meinen Donnerstag zu sehen. Und ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Tschüss!